und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren SSO-Weihnachtsfolge. Wir machen heute die Aufgaben bei Elisabeth weiter, die jetzt soweit die Zuckerstangen eigentlich fertig haben müsste. Backe Zuckerstangen. So, jetzt sind sie fast fertig. Sie müssen nur noch gebogen werden, sodass man sie an den Baum hängen kann. Kannst du mir dabei helfen? Sie liegen dort auf dem Tisch und kühlen ab. Hilf mir, sie zu biegen, bevor sie abgekühlt sind. Okay. Zack, 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 zack. Und schon sind sie alle gebogen. Danke, wie schön. Dann sind sie jetzt auch fertig. Während die Zuckermasse abkühlt, kannst du vielleicht ein paar Zuckerstangen zu Mario beim Observatorium bringen? Er liebt nämlich Zuckerstangen und deswegen bekommt er jedes Weihnachten welche von mir. Wenn du zurück bist, werde ich ein paar Bonbons eingepackt haben. Okay. Dann eilen wir mal im Eiltempo zu. Mario. So. Hallo Autumn, mit was für Leckereien du kommst. Wie nett von dir, mir Bonbons zu bringen. Ich weiß, dass der Weg vom Wälde sehr lang ist. Man sollte eine Seilbahn dorthin bauen. Elisabeth macht die besten Weihnachtsbonbons. Okay. Zurück zu E. Du kannst jetzt wieder zu E reiten und ihr für die Leckereien danken. Und ihre frohe Weihnachten wünschen. Ja, ich nenne Elisabeth manchmal E. E, I, I, E. E, I, E, I. Wir nehmen jetzt aber den Transporter. Es geht schneller. So. Einmal den Lift hinunter. Und dann fix in den Transporter. So, I. Oder E, I, E, I, I, E. Mario ist nett, der Gute. Eine Ladung mit Bonbons und Schnee. Wie schön, dass Mario mich grüßt. Jetzt sind die Zuckerstangen verpackt und fertig. Bitte reite zum Ratsmann in Silberglät. Du kannst auch den Schnee mitnehmen, den du besorgt hast. Okay, wir reiten nicht, wir fahren. Es geht schneller. Komplett tote Hose hier. Na, es ist auch Montag. Bonbons. Diese Zuckerstangen sind von bester Qualität. Die bleiben an keinem Gebiss kleben. Frische Bonbons sind das Beste. Gut, dass Elisabeth auch an den Schnee gedacht hat. Das erspart dir einen Weg. Meine Freundin, jetzt müssen wir noch den Baum mit den Zuckerstangen dekorieren. Du wirst ein Geschenk von mir bekommen, weil du mir so viel geholfen hast. Das richtige Weihnachtsgeschenk bekommst du aber nicht, bevor alle Aufgaben erledigt sind. Komm zu mir, wenn du mit dem Baum fertig bist. Okay. So. Die ganzen leckeren Zuckerstangen sind aber fette Zuckerstangen. Der Monster-Zuckerstangen. Ja, der Baum sieht immer weihnachtlicher aus. Hier das Geschenk, das ich dir versprochen habe. Ich hoffe, es passt deinem schönen Pferd. Hui. Fortsetzung folgt.
Am Mittwoch geht es mit den Weihnachtsaufträgen in Silverglade weiter. Okay. Die Musik ist der Oberhammer. So, wir können aber noch fix zum Weihnachtsmann und noch zwei Weihnachtswünsche abgeben. Das machen wir noch schnell. So. Aber an sich tägliche Aufgaben müsste es eigentlich keine mehr geben, oder? Also was jetzt solche Aufgaben betrifft, meine ich. Doch, da tatsächlich Weihnachten Würstchen machen. Frei Frau Hoswood. Das könnten wir eigentlich noch machen, oder? Das habe ich die letzten Tage ein bisschen verpennt, kann das sein? Dann gehen wir halt noch fix Würstchen machen. So, wir sind wieder mal zu faul zum Laufen. Für Hoswood Würstchen machen. Ja, die coole Würstchenschleuder. Hui! Kommen alle auf den Boden. Das ist sowieso. Hui! Würstchen geflogen kommen. Würstchenbombe! Blablabla. So, jetzt können wir noch hier allein. So, schnell. Hui. Nee, ist eh gut, wenn die Fähre gerade wegfährt, denn wir brauchen eh die andere.
So, die dort. Fix die Wünschelein noch abgeben. Wie viel haben wir überhaupt? 3 Wünsche haben wir. Okay. Das ist die neue Decke. Kommt in den Schrank. Ich könnte mal die Tasche ausräumen. So. Herr Weihnachtsmann, wir haben 3 Wünsche frei. Zack. Und zack. So. 1, 2, 3. So. Einmal die Mütze, die ich jetzt auf habe. Einmal das lila Standard-Zaumzeug, das habe ich leider auch schon. Und einmal den grünen Rock. Den habe ich, glaube ich, auch schon, ja. Leider nichts groß Neues dabei. Okay, dann ist es, werden wir diese Folge an dieser Stelle wieder beenden. Mann, heute ist echt tote Hose hier. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann vergesst nicht gleich auf der Endcard vorbeizuschauen. Links wie immer zum letzten Video und rechts zu meinem Kanal. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.